Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sich für Wildkräuter interessieren, dann sind Sie hier genau richtig. Bei München tut gut geht es heute nämlich um ganz viele verschiedene Kräutersorten. Und dafür habe ich mir zwei Expertinnen an die Seite geholt, die Claudia und die Barbara. Und wir gehen heute gemeinsam auf Kräutersuche erstmal und werden daraus dann auch viele schöne Dinge zaubern. Zum Beispiel aus den Haselkätzchen eine Haselkätzchenbutter. Aber davor gehen wir erstmal noch ein bisschen suchen, oder? Genau. Fangen wir hier schon mal an. Sollen wir gleich von den Haselkätzchen ein paar mitnehmen für die Butter? Wie viel brauchen wir da ungefähr? Ich würde jetzt sagen, so eine Handvoll oder eine Tasse. Also das sollte reichen. Mehr brauchen wir nicht. Wir nehmen eher ein paar geschlossenere. Die sind hier jetzt schon relativ offen. Schau mal, siehst du das? Hier, da. Ach so, da, ja, das Kleine. Das Kleine, das ist die weibliche Blüte, weil die Kätzchen sind die männlichen Blüten der Hasel. Ah. Das ist das, was wir essen oder woraus man auch einen Tee kochen könnte. So ein Frühjahrstee, das ist eine Frühjahrskur, sehr stoffwechselfördernd und aktivierend und anregend, genau. Und das ist eben die weibliche Blüte dazu. Und wenn wir Knospen ernten, müssen wir natürlich immer ein bisschen aufpassen. Ne? Jede Knospe, die wir so einem Baum nehmen, die fehlt ihm auch. Also der produziert die ja, um sich fortpflanzen zu können. Und deswegen sollte man jetzt nicht den Baum gleich ganz abernten und hier mal so 20 Knospen ernten. Die Grundregel: Wer in der freien Natur unterwegs ist, darf pro Tag nur die Menge von einem Handstrauß pflücken, also für den eigenen Bedarf. Im Naturschutzgebiet darf gar nicht gesammelt werden. Im eigenen Garten ist natürlich alles erlaubt. Auch hier kann man in dieser Jahreszeit schon fündig werden. Hier ganz beliebt der Spitzwegerich. Der drückt sich so ganz nah an den Boden, damit er den Winter gut überlebt. Und jetzt will man ja irgendwann mal vielleicht die Wiese auch ordentlich machen. Erkennt man fast gar nicht, muss man schon wissen. Gell? Muss man schon wissen, ja. Und später ist er ja so riesig. Und wenn man ihn weghaben will, dann kann man ihn raustun. Soll ich's mal? Den würde man jetzt einfach rausschneiden. Genau, den schneidet man einfach raus. Dann ist die Wiese, wenn man sie schön haben will, wenn einem das wichtig ist, kann er wieder wachsen. Woran erkenne ich denn den Spitzwegerich? Also der Spitzwegerich hat eben diese ganz typischen lanzettenartigen Blätter und vor allem hat er diese, sieht man jetzt hier auch, diese ganz starken Adern, die hier entlanglaufen. Den gibt es als breit, als Spitzwegerich, also in unterschiedlichen Formen, aber alle Wegeriche sind gut essbar. Bisschen bitter. Barbara und Claudia verbindet nicht nur eine Freundschaft, sondern auch eine Leidenschaft. Und zwar für die Wildkräuter. Beide haben sich über Jahre hinweg ihr breites Wissen angeeignet, das sie heute in speziellen Workshops teilen. Was hier wächst, ist eben ein Gartenschaumkraut. Das sind diese hier, die kleinen mit diesen gefiederten Blättern. Schaumkräuter gibt es in ganz unterschiedlichen Art und Weisen, aber für alle sind eben diese Fiederblätter typisch. Die sind jetzt also nicht angepflanzt, sondern die kommen natürlich. Genau, das ist ein Unkraut, was die meisten Leute in ihren Gärten haben. Die meisten möchten es auch weghaben, weil sie es eben großzügig ausbreitet. Dabei ist, wenn man das jetzt im Supermarkt kauft. Genau, es ist eine Kresseart. Kostet es relativ viel ja eigentlich. Ja, so ein Töpfchen kostet ja gerne mal gleich 2 Euro oder so. Ja, also zumindest einen guten 1,20, 1,50. Wenn man es in Bio haben möchte, hat meistens noch eine Plastikschale unten drin. Und hat den typischen Geschmack. Ganz klassischer Kresse-Geschmack. Lecker. Genau. Hier, genau. Hier haben wir diese ganz typische Blattform mit den Fiedern, die hier weggehen und ein größeres Blatt am Ende. Unkraut klingt für mich immer gleich nach ungenießbar. Eigentlich ist es aber nur der Begriff für Pflanzen, die da wachsen, wo sie eher unerwünscht sind. Deshalb werden sie oft auch als Beikraut oder eben Wildkraut bezeichnet. So wie zum Beispiel auch der Wiesenknopf. Er ist auch eine essbare Wildpflanze, die leicht nach Gurke schmeckt. Aber Vorsicht, es gibt auch genügend Pflanzen, die ungenießbar oder sogar giftig sind, wie das Maiglöckchen. Hier sieht man ganz genau, wo das Maiglöckchen anders ist als der Bärlauch. Also das Maiglöckchen hat keine klare Mittelrippe. Der Bärlauch hätte hier jetzt so eine
so eine Rippe in der Mitte. Ja. Das Maiglöckchen hat die Vorder- und die Rückseite gleich grün, wobei die Rückseite glänzt. Mhm. Schau mal, die glänzt richtig im Licht. Und was man jetzt um die Jahreszeit super gut erkennt, ein Maiglöckchen wächst eingerollt wie so eine Zigarre. In einem kleinen Waldstück nebenan finden wir ihn dann, den Bärlauch. In 3 Wochen ist das hier ein ganzes Bärlauchfeld. Und hier ist jetzt noch so wenig, dass wir hier auch noch gar nicht viel pflücken werden oder gar nicht viel ernten werden, sondern nur 2, 3 Blättchen an anderen Stellen, die mehr Sonne haben, wo es wärmer ist, da kommt jetzt schon mehr. Und wir hatten ja vorhin das Maiglöckchen, ne? Ja. Und hier siehst du, da kommt nur ein Blatt aus der Erde. Und das Blatt hat ganz klar in der Mitte erkennbar den Strich, eine Mittelrippe. Ähnlich wie bei den Pilzen gilt auch bei den Wildkräutern, esse nur, was du auch wirklich zu 100% sicher erkennst. Und nach einer ganz kurzen Pause geht es an die Kräuterverarbeitung. Wir machen uns dafür jetzt mit unserem Körbchen auf den Weg und sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu München tut gut. Jetzt wird's ernst, weil unsere gesammelten Haselkätzchen, die werden jetzt verarbeitet und zwar zu einer Haselkätzchenbutter. Genau. Was brauchen wir dafür oder wie funktioniert's? Also wir brauchen jetzt unsere gesammelten Haselkätzchen. Wenn du magst, darfst du die auch schon mal hier drauf tun. Die müssen auch nicht irgendwie geputzt, gewaschen oder wenn wir die waschen, ist alles draußen, was daran spannend ist. Weil der Blütenstaub, also Blüten wäscht man nicht, die wachsen ja zum Glück auch ein bisschen höher. Ne? Also die haben wir jetzt nicht am Boden gesammelt, sondern vom Baum gepflückt. Da kann man dann auch was ernten. Wenn du Blüten wäschst, geht der ganze Blütenstaub raus. Und damit geht natürlich das ganze Aroma und die ganzen Mineralien und so weiter. Da verschwinden dann große Teile davon. Deswegen, die Blüten waschen wir nicht. Ist aber dann auch jetzt nicht unbedingt für Allergiker geeignet, oder? Wer allergisch auf Hasel reagiert oder lieber gar nicht auf Haselnüsse, der sollte natürlich auch auf Haselkätzchenbutter verzichten. Eine kleine Tasse Haselkätzchen klein zupfen und mit einer kleinen Tasse Nüsse mischen. Bei uns sind es Cashew- und Kürbiskerne. Mit dem Pürierstab alles zu einer gleichmäßig bröseligen Masse mixen und mit einer guten Prise Salz würzen. Dann Butter in einer Pfanne zerlassen und die Nusskätzchenmischung darin leicht anbräunen lassen. Wir haben ja jetzt auch noch unseren Spitzwegerich, den wir aus der Wiese geholt haben und der ist jetzt schon verarbeitet und zwar in diesen Teigtascherl. Wie sieht der jetzt da drin aus? Was habt ihr draus gemacht? So sieht der da drin aus. Wir haben den Spitzwegerich gewaschen, gezupft, ganz fein gehackt. Das ist bei Spitzwegerich tatsächlich wichtig. Und dass du ihn immer quer zu diesen Fasern schneidest, weil die sind ziemlich hart und bleiben sonst zwischen den Zähnen hängen. Also Spitzwegerich echt quer schneiden. Genau, fein gehackt. Und das ist eine Füllung mit Ricotta und Ei und Spitzwegerich. Und ein bisschen Goldnessel haben wir noch rein. Und dann würzt man das mit Pfeffer, Salz, Muskat, so eine klassische Nudelfüllung oder Tortellini-Füllung eigentlich. Mitten in der Pandemie hat Barbara ihr Bistro eröffnet und sich damit einen Traum erfüllt, der ihre Wildkräuterliebe und das Küchenhandwerk miteinander verbindet. In der angrenzenden Genusswerkstatt kann sie gemeinsam mit Claudia ihre Kurse anbieten, die von Sammeln über Kochen bis hin zu Fermentieren gehen. Bei uns bekommt man nur das, was jetzt wächst. Deshalb haben wir unsere Kurse angefangen mit den Nadelbäumen, die ja schon im Dezember, Januar, Februar logischerweise zur Verfügung stehen. Jetzt fangen wir eben langsam an mit den Schaumkräutern, die aus dem Boden sprießen. Als nächstes kommt dann das große Thema Bärlauch und so geht es die ganze Saison entlang. Immer das, was die Natur uns bietet. Die bietet vor allem auch viele Heilkräuter. Ist die Natur da wie so eine riesengroße Apotheke, aus der man sich irgendwie bedienen kann? Wir können sie auf jeden Fall super gut benutzen, um gesund zu bleiben, weil sie zu jeder Jahreszeit eigentlich das da hat, was wir gerade brauchen.
Also sprich, wenn wir jetzt im Winter, späten Winter, frühen Frühjahr, haben wir viele Kräuter, die so Scharfstoffe haben, wie Meerrettich oder eben auch wie die Schaumkräuter, von denen die wir vorhin schon hatten. Die haben eben diese Senfölglykoside und die helfen uns zum Beispiel, kleine Erkältungen am besten gar nicht erst zu bekommen. Das geht über das ganze Jahr weg. Also da kommen dann quasi die Kräuter, die dann den Stoffwechsel aktivieren. Das ist so das, was man im Frühjahr, Frühling besonders gut findet. Im Sommer kommen dann wieder andere Sachen, die dann oft eher was mit der Haut zu tun haben. Da gibt es dann pflegendere Sachen. Und im Herbst, das weiß man dann ja selber, wenn man die ganzen Nüsse findet und sowas, die helfen uns dann quasi wirklich schon den ersten Wintervorrat anzulegen, damit wir eben wirklich über das ganze Jahr gesund bleiben. Das ist auch eine schöne Wertschätzung der Natur, oder? Weil es ja eh da ist. Also ja, also ich finde das, eine super Art, sich auch der Natur zu nähern. Weil man muss sich ja schon intensiv damit auseinandersetzen, wie wir vorher gesagt haben. Man kann ja nicht einfach irgendwas essen, aber ich beschäftige mich damit. Und ich muss wissen, wie sieht es denn aus, was ist es denn genau? Also es ist so, wenn wir zum Genuss zurückgehen, es ist eigentlich, sind so Lebensmittel im echten Sinne. Mittel zum Leben. Die Mittel zum Leben, schön. Genau. Mein Mittel zum Leben ist jetzt eine Ravioli mit Haselkätzchenbutter und ein Kohlrabi-Orangen-Carpaccio mit Burrata und Schaumkraut. Ich habe heute wieder super viel dazu gelernt. Vielen herzlichen Dank an euch beide. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können ja gleich mal in Ihren Garten schauen und gucken, was da eigentlich alles so wächst. Wir probieren jetzt. Und an dieser Stelle sagen wir Servus, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.